Flying Clipper, ein Dreimastschoner, hat mit 20 jungen Seekadetten an Bord unter ihrem Kapitän Skoglund eine Traumreise unter weißen Segeln ins Mittelmeer unternommen. Beirut, das Paris des Nahen Osten, der Libanon mit seinen Zedern, Athen und die Akropolis, die fantastischen Landschaften Anatoliens, Istanbul mit seinen 500 Moscheen, die Pyramiden von Gizeh, Kairo und der Stromlauf des Nil und Monte Carlo. Das sind nur einige Stationen ihrer großen Fahrt. Die Jungs erleben den großen Preis von Monaco, vergnügen sich auf der Go-Kart-Bahn in Antibes, aber wir kommen nicht nach, alle die Abenteuer aufzuzählen, die ihnen auf ihrer großen Fahrt begegnet sind. What's it doing? Yeah. Jolly, come on, let's go. Follow me now. Nur eine kleine Auslese aus dem Reisebericht der begeisterten Jungs. Sie aber sollten alles miterleben und darum nicht versäumen, die Fahrt des Flying Clipper, eine Traumreise unter weißen Segeln, mitzumachen. Auf ihrem Kinosessel, demnächst in diesem Theater.